dir mal das an. Wie das aussieht. Hallo. Was hast du gemacht? Warst du Hände waschen? Ja. Ja, gut. Das Waschbecken ist hier draußen. Hi, einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 2. Block Nummer 2. Heute gehen wir nach Clearwater. Wollen ein bisschen an den Strand. Wir haben hier gerade ausgecheckt. Wie man sieht, alles wieder schicki. Und wollen mal gucken, dass wir ein bisschen in die Sonne kommen. Dass wir ein bisschen was vom Strand sehen. Und jetzt geht's los. Wir haben uns jetzt ein schattiges Plätzchen gesucht. Wir haben uns ein paar Kaltgetränke organisiert. Wir haben es aktuell 28 Grad. Es ist ja immer noch sehr warm. Und lassen Sie jetzt hier mal ein bisschen die Seele baumeln und den Moment Moment sein, bevor es dann in gut einer Dreiviertelstunde für uns wieder weiter zurückgeht in Richtung Tampa. Sehen wir. Oh nein. Falcon's Fury ist oben. Aber es fährt nicht. Es fährt nicht. So, wieder zurück im Busch Gardens. Wo sind wir? Bei Taco Bell sind wir. Ja, und es gibt lecker Tacos, hoffentlich. Auf jeden Fall ist es viel. Es ist sehr viel. Na, was sagst du? Schmeckt's? Mhm. Das ist sehr geil. Es gibt richtig gut. Pommes mit Käsesoße, einen harten Taco und ein Burrito. Und ein Burrito. Und ganz viel Dr. Pepper, immer wichtig. Und ganz viele Soße. Das war sehr, sehr lecker und sehr viel. Ja. Und gar nicht zu vergleichen mit dem Essen gestern im Park, weil das war komplett überteuert, das war kalt, das war eklig. Und jetzt geht's für uns hinten in den Park. Vielleicht fährt ja Falcon's Fury. Mit Glück oder Pech, je nachdem, wie man es sehen will. Nein, würde mich schon freuen, wenn es fahren würde. Und Amaka auch. Und da sind wir auch schon auf dem Parkplatz. Wir haben Falcon's Fury mittlerweile nicht mehr fahren sehen, leider. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Amara muss pipi. Ja. Ganz was Neues. Während Amara auf Klo ist, checke ich hier einmal ganz kurz die Wartezeiten in der App. Ja, stehen gar nicht so viele Wartezeiten drin. Aber das, was drin steht, ja, scheint auf jeden Fall sehr spannend zu sein. Wenn das stimmt, dann haben wir echt Schwein gehabt. So viel zum Thema, ist Iron quasi schon gefahren? Ich glaube, die steckt auf dem Lift fest.
Rafting-Anlage, die es gibt. Mit einem Boot. Schon eine gute Abfertigung hier. Nachdem wir ja mit der Bahn gefahren sind, dieses Mal die große Runde, ja, sind wir gerade bei Shikra gewesen und es waren tatsächlich nur 30 Minuten, die wir angestanden haben, so wie es dran stand. Hätten wir gestern auch machen können. Ja, am Stand, also genau da, wo sie gestern auch gestanden haben. Gestern stand aber 60 Minuten statt 30. Gestern haben wir es nicht gemacht. Jetzt wissen wir, wenn sie unten stehen, sind es 30 Minuten. Auch heute gibt es wieder kühle Getränke aus dem Automaten. Und auch heute gibt es wieder keine Fahrt auf Falcon's Fury, weil trotz ein bis zwei Testfahrten heute wieder geschlossen. Mal gucken, wie oft wir noch herkommen müssen, damit wir das Teil fahren können. Das war tatsächlich höher, auch wesentlich schneller. Deutlich intensiver als gestern. Ja, die Dinger sind echt doll und machen immer wieder Spaß. Wir wollen noch so ein Stündchen bleiben. Anderthalb vielleicht, wir wollen nochmal zu Quasi gucken. Und eigentlich auch nochmal zu Montu und eigentlich auch nochmal zu Cocos Chaos. Vielleicht ein bisschen viel für eine Stunde oder anderthalb. Wir gucken mal, was wir noch schaffen. Ich denke, wir laufen jetzt erstmal zu Montu in die Ecke. Wir haben uns anders entschieden. Wir fahren eine Runde mit Cheaterhand. Nur 25 Minuten. Das nehmen wir noch mal mit, oder? Ja, jetzt schließen wir den Rucksack ein. Ja. Und euch mit. Es gab eine kleine Planänderung. Jetzt sind wir nochmal Cheetah gefahren und auch nochmal eine Runde mit Montu. Jetzt werde ich einfach fast umgerannt. Und danach machen wir uns auf den Weg auf Klo, was zu trinken holen, in die Schmökerecke und danach zu Iron Quasi. Genau. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wir sind angekommen in unserem Haus, Apartment und hier soll unser Zimmer sein. Welche Nummer haben wir? 627. 627, dann suchen wir die jetzt mal. So, wir sind angekommen. Wir waren auch noch nicht drin. Gucken, ob das funktioniert. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das ist ein Badezimmer. Oh, das sieht ganz nett aus. Oh, wow. Für amerikanische Verhältnisse eine echt schöne Dusche. Warum ist da Plastikfolie drin? Weil das hier aus Stoff ist. Und hier sind Logos. Jo. Gefrierer, Kühlschrank, kleiner Herd, eine Spülmaschine,
Jo, alles, was man braucht, ne? Wettencheck. Nicht? Ja, das ist eher so deine Matratze, ich meine hier. Das ist meine, die andere war deine. Dann schlaf ich wohl da. Ja, was soll ich sagen? Der Faden zieht sich durch. Wir waren einkaufen im Walmart und wir haben die Kamera vergessen. Aber als Beweis, da steht alles voll, hier steht alles voll. Und ja, wir machen uns jetzt noch was zu essen und dann machen wir vielleicht noch ein oder zwei Getränke. Ein bisschen Fernsehen und dann heißt es ab ins Bett. Und wie spät haben wir das? Es ist gleich 20 vor 12. Genau, 20 vor 12. Morgen früh heißt es wieder aufstehen. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Facebook, Instagram, TikTok oder hier auf YouTube. Und sonst sehen wir uns in einem der nächsten Freizeitparks oder in einem der nächsten Vlogs. Jawohl. Ciao. Ciao.